So, Freunde, wir sind gelandet am Ben-Gurion-Flughafen. Das ist jetzt hier noch alles israelisches Territorium. Wir fahren jetzt aber, wurden abgeholt von unserem Freund Razan und fahren jetzt Richtung Ramallah, was wiederum palästinensisches Autonomiegebiet ist. Ja, das ist also kein Staat, ist von Europa nicht anerkannt als palästinensischer Staat, aber Autonomiegebiet. Und hier sieht man, hier ist noch alles schön eigentlich. Hier ist schön bebaut, Zivilisation, so wie man das eigentlich auch von anderen kultivierten Ländern kennt im Nahen Osten. Das wird sich aber noch ändern. Das erleben wir jetzt innerhalb einer halben Stunde auf der Fahrt nach Ramallah. Hier seht ihr rüber diese Türmchen. Da sitzen die Soldaten drin, beobachten alles. Der Konflikt, der hier gerade herrscht, ist so ein bisschen das, was auch von Deutschland und den internationalen Regierung ein bisschen kritisiert wird, ein bisschen, nämlich dass die Siedlungen der Israelis hier immer weiter fortschreiten in das Land, was eigentlich palästinensisches Autonomiegebiet ist, was eigentlich keine Rechtsgrundlage hat. Das ist der Konflikt, der hier seit einigen Jahren andauert. Das sind also Dörfer, die so zu Jerusalem gehören. Bethlehem ist auch hier um die Ecke irgendwo, wo man sagt, dass Jesus geboren wurde. Das ist ein sehr schönes Land hier. Ja, hier ist natürlich im Laufe der Jahrtausende unfassbar viel passiert. Religiöse Konflikte ohne Ende. Ein gebeuteltes, aber schönes Land. Also vor 12 Jahren wurde diese Mauer gebaut, an der wir auch gleich vorbeifahren, die quasi Palästina von Israel trennt, das Autonomiegebiet von Israel. Dazu gab es eine Congregation. 15 Länder haben da teilgenommen, 14 haben dafür gewotet quasi, dass das illegal ist, diese Mauer zu errichten. Ein Land hat gesagt, das ist legal, das war Israel. Und die Mauer steht trotzdem. Und wir werden gleich daran vorbeifahren. Soldaten links und rechts. Also hier ist komplett Überwachung, ne? Überall. So wie die Palästinenser sich halt unterdrückt fühlen, fühlen die jüdische Bevölkerung fühlt sich natürlich auch bedroht. Lebt unter Paranoia hier, weil die Palästinenser natürlich nichts zu verlieren haben. Das ist hier also alles voll auf Paranoia und Angst. Deswegen gibt es halt überall auch Kontrollen, diese Wachtürme. Soldaten an jeder Ecke. Und da fängt jetzt die Mauer an hier. Also, wo wir gerade durchfahren, ist, ist wie gesagt aus Jerusalem, was palästinensisch bevölkert ist, aber zum Staat Israel gehört. Auf der anderen Seite ist das palästinensische Autonomiegebiet. Da sieht es ganz anders aus. Also hier ist es noch einigermaßen okay. Und diese Mauer ist ja sowas von hässlich. Okay, das ist leider. Ja. Kommt. Ich darf nicht durch die Mauer durchfahren, wenn zum Beispiel ein Verletzter drüben ist. Der muss Krankenwagen wechseln, obwohl das beides muss nicht Krankenwagen. Aha. Dann der Verletzte muss in einen anderen Krankenwagen rein, damit er da weiterfahren kann. Echt? Kannst du aufnehmen? Ne, wir sind schon drin. Wir sind drin. So, diese Mauer ist übrigens nicht geradläufig, sondern die kesselt quasi das palästinensische Autonomiegebiet ein. Wie so ein Kreis. Also ist eigentlich quasi wie so eine Gefängnismauer. Und da kommst du, wie gesagt, nicht easy rein und raus. Der wilde Westen. Merkt man auch. So, you know how many people need to pass this way, this gate, every day, to go to the right?
to so wear? To work, like to do anything. So some people from here who have Jerusalem ID but works inside, they have to pass this every fucking single day. That's the worst nightmare. There's much traffic in the morning, right? Yeah. Now it's Friday, so it's not real traffic at all. Friday is here like Sunday. Yeah. So it takes long time every day. Well, man, it's an hour at least. Also die Leute fahren hier teilweise, die müssen hier teilweise über eine Stunde warten, jeden Tag, wenn sie zur Arbeit fahren, um hier durch diesen Checkpoint zu kommen. Jetzt haben wir Freitag, hier ist jetzt nicht so viel los, kommen wir ganz gut durch. So, also hier ist richtiges Kriegsgebiet, Freunde, genau wo wir jetzt hierher fahren, war vor 4 Monaten, ging es hier richtig ab, Molotow-Cocktails, Schießereien, die Leute auf der Straße abgeknallt wurden. Hier sind immer wieder diese Aufstände, das ist so diese... Das Gebiet, durch das wir gerade fahren, das ist sehr heikel. This place is supposed to be Israeli controlled, but as you see, a lot of services offered. Das ist so. Also wo wir gerade durchfahren, das ist so ein bisschen, man kann sagen, Niemandsland. Das gehört genauso den Israelis wie den Palästinensern. Das ist so eine Art Pufferzone bis zur wirklichen Grenze. Ne? Und deswegen passieren hier auch die ganze Zeit diese Aufstände. Also theoretisch kann hier die israelische Armee jederzeit rein mit den Panzern und ein bisschen Palaver machen. Und das ist hier gesetzloses Land. Das ist also quasi der größte Brennpunkt. Wenn die noch weitergehen würden, die Israelis, bis zur eigentlichen Grenze, dann wäre es noch was ganz anderes. Dann wären offizielle Behörden, würden dann sich einschalten und so weiter. Das wäre dann nicht so easy. Aber hier kann eigentlich jeder machen, was er will, sozusagen. Camp. So, wir fahren jetzt in das Flüchtlingslager Al-Amari Camp. Ihr müsst euch vorstellen, allen Palästinensern geht's scheiße, aber hier geht's den Leuten so richtig scheiße, weil die haben keine Häuser. Die leben hier seit Generationen, also seit 70 Jahren, seit 1948, als ihnen die Häuser weggenommen wurden, wo sie noch gedacht haben, ja, das ist in 3 Wochen, können wir wieder nach Hause gehen. Sind 70 Jahre draus geworden, leben hier also seit einigen Generationen in diesem Lager und das sind so die Menschen, denen es hier am dreckigsten geht, wo wir jetzt hinfahren. I'm coming from the airport now. Yes. And directly here. I know because also we want to walk a little bit to the center. Okay. Okay. You walk now. Yes. Yes. Let's walk. Thank you. He had the idea of the school class. So, hier kommst du kaum durch die Gassen. Also gut, dass ich das Anabolika noch vorher abgesetzt habe. Sonst wäre ich hier gar nicht durchgekommen. The camp started in a very miserable, a very bad situation. It was a tent. It was not the basic of the life. Salut. Felix. Yes. What's your name? What's your name? Das sind die Kinder hier. Das sind alles Flüchtlingskinder, ne? Das sind alles Flüchtlingskinder. Well, here the percentage of the population here, it's a big percent of the people who are living inside the houses. For in any house, there is 10 or 11 or more people sharing a very small area of the houses.
And generally, the people here are living in a miserable situation. We fight just to be able to have all the needs of our people. Er ist also ein Schuldirektor hier im Flüchtlingslager. Das ist natürlich alles total rudimentär. Und er hat mir gerade die Geschichte erzählt von dem Flüchtlingslager. Das ist also 1948 entstanden, als die Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wurden, mussten sie irgendwo hin. Und damals waren das hier wirklich nur Felder und Zelte, also noch nicht mal Trinkwasser. Und die Leute warten quasi jetzt seit 70 Jahren darauf, dass sie wieder zurück in die Häuser können. Natürlich ohne Erfolg. Und das ist natürlich hier. Siehst du richtig? Das ist wie gesagt so die miserabelste Gegend. Die Leute geht's ja echt scheiße. Und das Ganze widerrechtlich, ne? Das ist ja ein richtiges Geld von mir, ne? Also Urlaub macht man hier nicht, ne? He is responsible for the project. Okay. For the Palestinian Society for Care and Development. Mr. Ahmed. Ahmed. Hi, Ahmed. Mr. Ahmed Qumari. He is the head of the society. The head of the board of director for the society. Mr. Shahar Haroun is the vice chairman of this society. Mr. Saad and Ashraf. They are members of this of the board of directors here. All the people here, they're working. Just putting all ourselves, all our capacity, all our power to be beside our people in different cases. They are all volunteers. Okay. Die alles Freiwillige hier, die haben hier also. Die versuchen so ein bisschen eine Schule einzurichten. Ist auch ein Behindertenheim hier, habe ich so verstanden. Yeah. Thank you very much for being here. Ich erkläre das mal ganz kurz, damit ihr mal checkt, was hier überhaupt abgeht. Also das sind hier alles so die einzigen Leute, das sind ganz normale Männer, die freiwillig versuchen, hier das Ganze ein bisschen infrastrukturell aufzubauen. Also Schule zu machen, Behindertenheim, Kinderheim, medizinische Versorgung. Das sind ganz normale Leute, die versuchen das hier aus dem Nichts irgendwie aufzubauen seit ein paar Jahren. Und die haben uns hier empfangen, diesen Flüchtlingslager. Und wir gucken einfach mal, was man da machen kann, ob man helfen kann. Ne? Das schauen wir uns jetzt mal an. Thank you for... inviting me here. Thank you. You're welcome. Thank you. Yeah. Was hier geplant ist schon seit mehreren Jahren, und zwar so eine Bildungsstätte quasi, eine Bildungseinrichtung für die Leute, die hier im Flüchtlingscamp leben, die Jugend, weil da weiß irgendwie keiner, dass es die überhaupt gibt und deswegen kommen auch keine Fördergelder. Ne? Das ist hier komplett, wie gesagt, am Arsch der Welt sozusagen. Hier weiß keiner, dass die Leute hier überhaupt leben. Die haben hier keine Perspektiven und die versuchen so ein bisschen was einzurichten, dass es eben Perspektiven gibt, dass die Leute ein bisschen Bildung kriegen und auch eine Aussicht kriegen auf Jobs und eventuell Universitätsbesuche. So, jetzt sehen wir natürlich nichts. Hier sieht natürlich gar nichts. Da liegen ein paar Kabel rum und das war's. So. Now, what we do, you write a list, what you need. For this everything. Oder ein Computer, Tables. What, you write it down, you tell me, we take it here. Okay? Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Um den Leuten auch zu helfen, Sprachen zu lernen. Für die Educational Center. Ja, ja, klar. Wenn nicht du, dann werde ich in den nächsten 5 Jahren was anderes. Ich habe nicht lokal. Okay. Für diese Klasse, für diesen Ort gibt es noch keinen Namen. Ne? Ist sehr gut. Übermorgen wird hier die Schulklasse schon, wird schon betrieben. Es wäre gut, wenn du dir auch einen Namen einfallen lässt für diese Klasse. Okay, kann ich machen. Ja. You can say it tonight, I will take tomorrow. Alles klar. Ah, Kollege. Kollege. Computer. Kollege. Kollege Klaas. Kollege Sand.
Ja, ja, wenn ihr das unbedingt wollt, dann nennt das von mir als Kollege. Also in einem Gebiet von weniger als einem Kilometer leben hier 8500 Leute. Und wie gesagt, das sind hier ganz einfache Leute, die versuchen ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Hier haben wir gerade erzählt, machen so ein bisschen für Behinderte ein paar Aktivitäten, versuchen so ein bisschen eine Art Schule, da sitzen einfach ein paar Leute rum und einer erzählt was, einzurichten. Und ja, die machen was möglich ist. Ne? Dass die Israelis, das ist wie gesagt hier gesetzloses Land, wo wir hier gerade sind. Deswegen sind wir auch hier, weil hier geht einfach die Scheiße ab. Hier können die Israelis rein machen, was sie wollen. Er hat mir gerade erzählt, gestern haben sie einfach ein Schulkind mitgenommen. Um 6 Uhr morgens. Ja. Um 6 Uhr morgens einfach mitgenommen. So. Macht keiner was. Ne? Also hier gibt es niemanden, der irgendwie guckt, dass hier irgendwas geregelt läuft. Deswegen wollen die Kollegen hier ein bisschen was aufbauen, wo die Jugendlichen. Ja, wo sie sich aufhalten können, wo sie vielleicht was lernen können, dass sie nicht auf der Straße rumhängen. Und man muss sich vorstellen, die haben hier keine Computer, ne? Die haben kein Internet. Die wissen gar nicht, die sind komplett isoliert von der Welt hier. Ne? Und das werden wir auf jeden Fall ändern. Wir werden hier schön Computer reinstellen, Internetanschluss legen. Und dann können die wenigstens, ja, da sehen die mal, was in der Welt abgeht. Ne? Sind die nicht isoliert hier. Das ist abgefuckte Scheiße hier. Ne? Ja, habt ihr gesehen, draußen überall laufen die Kinder rum, krabbeln da rum, im Dreck. I understood, you told me everything you need. Tomorrow we will start the project. All right. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So, morgen Freunde, zweiter Tag Palästina und gestern haben wir viel Input gehabt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es mir nicht so kaputt vorgestellt, ich war noch nie hier. Das waren schon ekelhafte Zustände und die Männer gestern, die wollen ja da so ein bisschen Kulturzentrum aufbauen, haben sie uns erzählt, Schule, Behindertenheim, das war ja alles nichts. So, jetzt habe ich dem Abu Shaban, das war der Kleine, habe ich gesagt, er soll mir eine Liste machen, was sie alles brauchen, hat er mir gestern gegeben. Da haben wir direkt angerufen, eine Fabrik angerufen für Möbel, einen Laden angerufen für Computer. Das hauen wir den Jungs jetzt mal alles da rein und wir ziehen durch. The street name is Berlin Street. Okay. So, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Einkaufszentrum von Ramallah und gehen jetzt die Computer abholen. Das ist der Laden. Ja. Abdullah. Willkommen. Hallo. Willkommen. Hallo. 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 عندك هون Wir haben auch, weil das Charity ist, haben die größere Bildschirme gegeben, wie eigentlich Abu Shaban wollte. Ne? Aha, das ist ja cool. Noch ein paar Ballerspiele installieren für die Kids gleich. Ne? Zum Üben. Thank you.
thank you very much. Some cafe. Some cafe. No, we don't have time. Okay, welcome. Yeah. Oh, thank you. Welcome. Yeah. See you later. Okay, the group, 4 hours, يكون جاهز كل شيء. طيب يلا شكرا. إن شاء الله. أهلا وسهلا. Nach vier Stunden alles ist klar. Ganz Deutsch. Ja. Super. Tetris gezockt habe früher. Das sieht toll aus. So, die Computer haben wir. Die fahren wir jetzt zum Camp und dann geht's weiter, dann holen wir die Möbel. Really, this is a very good day. Our project it's already to be on the ground. We took the computerized here. We are ready to go to the camp to fix the computer, to make the section ready. To help the kids in the camp. So, los geht die Fahrt. Okay, dann warte ich. Die Leute freuen sich alle hier. Muslims and the Christians, they're living in Ramallah side by side. No problems. No problems. I've been in the school, Christians, I am a Muslim. And most of my friends who we learn together in the school, they are Christians. But never, we never ask anyone in Ramallah, what is your religion? All the people here, they're living brothers, side by side. We are fighting under the same ideas to be able to make Palestine more shining, free Palestine. All of us, we sharing the idea, we have this idea. If we are Muslim or Christians or refugees or the people who born, who live in Ramallah. That's great, that's how it's supposed to be. Another point, yani, in the general occasions like in Eid, the Christians, they're sharing the Muslims for their occasion. Even the Muslims, they're sharing the Christians in their occasions, like Christmas or the New Year. Here we're feeling as we're living as one family, not two families. So even the Muslims, they celebrate Christmas. They're celebrating here. Christmas here with their brothers, the Christians. Yeah. Also, Leute leben hier wirklich zusammen.
palästinensisches Gebiet. Das heißt, die Palästinenser, die dürfen nur unter der Mauer durchfahren. Die dürfen nicht oben drüber fahren. Ja. Die sind jetzt auf dem Weg in ein Dorf, Vorort von Jerusalem, wo auch die Mauer komplett durchgezogen wurde, als sie aufgebaut wurde, komplett durch das Dorf durch. Was natürlich zum Zusammenbruch der Infrastruktur geführt hat. Das war ein blühendes Dorf gewesen, hat er mir erzählt. Und da ist natürlich jetzt gar nichts mehr. Also da geht nicht mehr viel an Industrie. Das war früher ein Industriegebiet, wo wir jetzt hinfahren. Diese eine Firma, diese eine Fabrik, wo wir jetzt hinfahren und die Möbel holen, die haben wirklich Glück gehabt. Wäre die Mauer so ein paar Meter weiter hinten gewesen, dann wäre die gefickt gewesen. So haben sie Glück gehabt. Und daher holen wir jetzt die Möbel ab. Wir fahren natürlich auch extra jetzt hier in dieses Dorf, weil hier, wie gesagt, wirtschaftlich nicht mehr viel geht. Also wir fahren nicht nach Israel in irgendeinen Laden und holen da die Tische und Stühle, sondern versuchen hier ein bisschen zumindest nochmal was für die Wirtschaft zu tun, für die Leute hier. Hier ist auch wieder oben Israel und unten ist Palästina. Man, they treat us like we don't exist. It's like you're not here. Okay. See, where's all the industry? Behind the wall. So, hier sind wir angekommen und hier links seht ihr direkt an der Mauer, ne? Hier seht ihr das nochmal, Freunde. Direkt die Mauer vor der Nase. Also sie haben wirklich Glück gehabt. So, jetzt gehen wir die Möbel holen. So, das ist also die Mauer, die ist 9 Meter hoch, Freunde. Also ein ganzes Stück höher als damals die Berliner Mauer. Und hier ist so eine beliebte Stelle, wo die Palästinenser versuchen, drüber zu kommen, öfters mal. Wir sind genau auf der anderen Seite gestern vom Flughafen gekommen und haben gesehen, da war noch so ein Seil. Da hat einer versucht, runterzukommen. Das war ungefähr in diesem Gebiet. Die haben natürlich überall hier Kameras und patrouillieren und schießen die Leute dann meistens runter. Ab und zu schafft es mal einer. Aber man muss sich das so vorstellen, die Mauer wurde halt einfach gezogen. Wir haben einen Fick gegeben, so komplett durch die Dörfer, durch die Hauptstraßen, Familien getrennt, Geschäfte kaputt. Leute haben auf der einen Seite ihr Haus, auf der anderen Seite ihren Laden gehabt, so komplett ja. Existenzen zerstört durch diese Mauer. Hier vorne haben wir gerade gesehen, da leben sogar Leute in irgendwelchen Schuppen direkt an der Mauer. Das können wir mal kurz zeigen, das sieht krass aus. Здесь. Мы трафи, я не могу. Дай, лезь. Эхна фарастинии. Мы же яхуд, уже ищи.
احنا فلسطينيين بس احنا جايين نشوف الناس كيف يتعذبوا وكيف حياة الجدار وكيف بيقاسوا من اليهود. اليهود بيجوا عليكم؟ لا لا لا. كنتوا انتوا ساكنين ورا الجدار ولا قبل الجدار؟ لا هاني من كلنا يا بس كانوا جوا. هل في حدا عند هون؟ كيف؟ في موجودين الناس جوا؟ يا هذول كانوا غاد. That angst. Wir fragen den und habt ihr Probleme mit den Israelis? Nein, 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 auf gar keinen Fall. حيوانات تبعونك؟ هذول لك ايه الحيوانات؟ انت اللي بترعى فيهم؟ جدع يوسف. يا بسرح. تسرح فيهم جوا؟ شوف. Hier geht er mit denen spazieren. Das sind seine Ziegen. Ja, ja. طب ما بصير انت معاهم؟ كيف عليهم؟ لما بدك تمشيهم بتمشيهم بيسمعوا لك؟ على لو تقول لهم يطلعوا بيطلعوا لحالهم على الصوت؟ اشوف. بخافوا كيف You know, the Bedouin life, it's part of the Palestinian society. And in Palestine, you can get people who live in the cities, who live in the town, villagers, and even the Bedouins. The Bedouins, they are part of this land from the history. Now, in these days, the Israeli, they like to transfer most of the Bedouins just to keep them in small places. But that thing doesn't work with the Bedouins. The Bedouins, they feel all the land, it's them, it's for them. They can send their animals anywhere they like. All the things when they surrounded them in small places, that it makes very bad situation for them and for their animals. They not feel free. So, also die Leute, die hier wohnen, die trauen sich leider nicht vor der Kamera zu reden, weil die haben Angst, der arme Junge, der hat schon gesagt, er wollte mich verhaften und so. Die haben Angst, dass sie Probleme kriegen. Die Story ist hier so, die haben vorher, haben die da gewohnt, wo jetzt die Mauer hochgezogen wurde. Ja, und mussten sich hier jetzt was aufbauen, der arme Junge hier, der hat hier seine Ziegen. Das ist alles zu überlegen, die stehen jeden Morgen auf und sehen die Mauer. Also die hatten hier vorher richtige Farmen gehabt. Bevor die Mauer einfach wie eine Schneise da durchgezogen wurde. Alles zerstört. Jetzt haben sie hier noch so einen Ziegenschuppen. Ja, und früher war das alles ein Dorf. Die haben die immer weiter vertrieben und die Mauer durchgezogen. Ja. Siehst du, da hinten siehst du. Da komplett. Ist die Mauer, wie die läuft? So, Freunde, kommt schnell weg von der scheiß Mauer. Zack, zack, wir bringen jetzt die Möbel in die Schule. Ja.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you? I am fine. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Me neither. Look, it's nice to really be doing something like Ahmed. You're a real artist, man. That's beautiful. You did that? You? Yes. Oh, it's beautiful. What does it say? When you get into the house, you should thank our prophet. Uh-huh. Come on here. Mit Knetgummi. Nasser. His name, Nasser. Hat seinen Namen geklebt. Schön, very, very nice. Much respect. Hi, Ahmad. Ahmad? Nasser. Wow, that's beautiful. Nasser. Where do you live? Where's Sakhni? Where are you from? From Germany. Germany. Almania. Almania, Germany. Almania, hello. Almania. I can paint something for you. One moment, come on. Ati wara. Wait, atini amel photo. So it's more. Hema. Shabli maana musawir. Ali bashar. I paint you. Like this. Hala. Yo. Assumele. Assumele. Nice. Like this. Hang on. Very nice. And this. It's good, huh? What's your name? Ahmed. 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 And with my signature. This is a souvenir for you. I bet you. Realistic. Watch out. Like this. Like this. I think so not. You know, I turned you with the big muscle. Huh? You're Nasser. Nasser. It's Nasser. Write his name. Nasser. Nasser. And with my signature. Mm-hmm. Can you make another one here? It's the same. It's good. Ja, da kann man was Gutes draus machen hier. Ja, ihn kann man gut zeichnen hier. Gonna be good. Like this, strong man. It's okay? Yeah. What is your name? Ashraf. So. Yeah. With my signature, cool. Yeah. Thank you. Souvenir. Thank you. This is the same. Okay, you like it a little bit? Yes. Okay, then see you guys tomorrow. Thank you very much. Bye. See you, bye. Großen Bildschirm hin für die Präsentation. Hier kommt eine Tafel hin, eine Schultafel, hier kommt ein Lehrerpult hin und hier machen wir die Tischreihe. Plastikfolie überall ab.
Und ich kenne die Araber, die lassen sowas auch gern mal dran und dann sieht ja nichts aus. Those things later we can go ahead. You will probably do too much. No. Because after cleaning and have it to clean. Das ist noch gut. Das ist, der will das dran lassen, ich hab's euch gesagt. So, unser Kameramann, der Tobi, der macht jetzt auch mal eine Schnittung. Wenn er eins kann, ist es Computer aufbauen. Alles Müll? Der baut hier jetzt richtige Hightech-Soccer-Recht. Counter-Strike installiert. So, Freunde, wir haben alle Tische, alle Stühle und alle Computer hochgebracht. Die Jungs schließen das jetzt alles an. Ja, jetzt gehen wir was essen und gucken uns noch ein bisschen die Stadt an. Morgen schauen wir hier nochmal vorbei und gucken, was daraus geworden ist. Guck mal hier, Einschusslöcher von den Leuten. So, die Soldaten, die das Grab von Arafat bewachen, möchten noch ein Foto machen. Die Jungs stehen hier den ganzen Tag rum und bewachen das Grab von Arafat. Der liegt genau hier drunter. Das ist so eine Art Mausoleum, was ihm zu Ehren erbaut wurde. Und die stehen den ganzen Tag hier rum und bewachen es. So, wir sind hier. An einem der gefährlichsten Plätze. Diese Richtung ist Ramallah. Das ist so das Maximum, wo man als Palästinenser kommen kann. Hinter diesen Checkpoint kommt man nicht mehr. Wenn wir jetzt 20 Meter weiter gehen würden mit den Jungs hier, da gäbe es direkt Palaver. Da oben sind die Soldaten. Die haben uns noch ein Visier. Ja, die gucken uns gut. Guck mal hier, film mal da oben. Gestern, als ich angekommen bin, habe ich erfahren, 4 Stunden später, nachdem ich angekommen bin, ist hier einer erschossen worden, Palästinenser, der mit einem Messer auf einen Soldaten losgegangen ist. Genau hier wird er erschossen. Also hier passiert alle 2-3 Tage was. Kann sein, dass jetzt in 5 Minuten hier was abgeht. Ja, diese Mauer, die geht hier komplett rum. Und Palästinenser kommen, wie gesagt, hier nicht so easy rein. Das ist, wie gesagt, der letzte Checkpoint. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, übelst viel Bürokratie, da kommen Palästinenser auch da rein. Die haben da so ein spezielles Nummernschild, diese gelben Nummernschilder. Das sind die, die auch in Jerusalem arbeiten und leben. Das sind sehr wenige. Und selbst die, habe ich erfahren, wenn die hier durchfahren und Pass vorzeigen müssen, die ziehen den Pass nicht aus der Brusttasche, die legen provisorisch, legen die vorne aufs Armaturenbrett, damit sie nicht aus Notwehr abgeknallt werden. Ja, also hier ist wirklich einer der Hotspots.
man sieht, dass ich keine Scheiße erzähle. Wir haben gerade zufällig einen getroffen, der hat das gestern mitbekommen und sogar gefilmt, wie der eine abgehört hat. Der zeigt es gerade hier auf dem Handy. Also, soll ich Schuss haben, Bär? Hat ja. وظن ذاك يمو فيه أنا شركة حراس اللي هم عرب ما رضيش يقرب على العرب صار يحكي معي العرب يطخ عليه وانطلق في الجو لما انه قرب الجو الإسرائيلي عليه مسك السكين وحطها في رقبته على السريع طخ لا الجندي أسعفه بس هو قاعد بيدي ساعتين وهو مرمي هالرمية ما رضوش يسعفه They don't want to give him any help until he died. Angeschossen? Zwei Stunden lag der da und die haben dem nicht geholfen. So, hier gehen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Hier ist nämlich der Checkpoint für die Fußgänger, ja, für die Palästinenser, die eine Genehmigung haben, rüber zu gehen nach Jerusalem. Die gehen hier zu Fuß durch. Da vorne sind diese Drehtüren. Das ist auch wie ein bisschen am Flughafen. So Bodycheck werden komplett auseinandergenommen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter gehen, 4-5 Meter, dann ist schon gefährlich. Dann kann sein, dass sie uns da reinziehen. Ja. Hier sind überall Türme und die fragen sich die ganze Zeit natürlich schon, was machen die hier? Sind hundertprozentig schon welche am Warten. Sieht man wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber die sitzen da drin, die gucken. Guck mal, zeig mal kurz den Jungen hier mit den Raketenballons. Schöne Raketenballon. So, komm, wir geben den Soldiers noch eine schöne Bizeps-Pose mit, dann hauen wir hier ab. Einmal so. So, bye bye, let's go. So what do you would like to say for your Palestinian crowd? I would like to say to the Palestinian crowd, you don't have to lose the moral, you have to stand together, never give up, never lose faith, because they can take houses, they can take children from you, they can take everything from you. But if you don't lose the faith in your heart, they can take it. So don't let them destroy you, don't let them destroy the kids. That's what I want to say. Khali, hawak Palestini. Yeah. Thank you. Your mood, Palestinian. Okay. This is the translation, just nice. For you to know. Thank you. So, guten Morgen, Freunde. Tag 3 in Palästina und heute schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Wir haben ja gestern die Schulklasse eingerichtet. Wir stehen jetzt hier vor dem Kulturzentrum und gehen mit den Chefs vom Kulturzentrum jetzt zu der Ausbildungsstätte, die wir einrichten wollen und aufbauen wollen. Und da sind sie auch schon. Good morning. How are you? Thank you. Ja, you're fine? Very good. The sun is shining. That is a good sign. She is the one who was singing in the song. Ah, okay. Yeah. That's my singer, very Gada. Gada, her name is Gada. You're a good singer. Yes. Thank you. Thank you. I like it. Please,
ثابت سلام كل خليه يتفضل للخلف دور للامام سير احمد تفضل يلا اطلع فوق ها يلا اطلع فوق طب بديت بس هاي مستر ولقا ويلكم يلا ريدي يلا ريدي اوكي ويلكم بسم الله كيف يا اخوان مرحبا السلام عليكم كوليجا damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert mit dem I und dem E Vertausch. Sehr schön. How are you, children? Are you good? Fine. Thank you very much. الحج كبيرنا العم أبو محمد. أبو محمد. من كبار وجهاء المخيم ورجل الإصلاح في المخيم. الأستاذ عبد غالب البس هو مدير المخيم في الوكالة. He is the director of the camp. Okay. الأستاذ طلعت صافي هو مربي لغة إنجليزية. طلعت صافي he is the English teacher. وعضو مجلس أولياء. And he is one of the board. Thank you very much. And I know him is grateful. Yes, yes. Thank you. أخونا أبو عبدو. الحجاج اخونا ابو عبدو ابو صالح والحجاج هم من وجهاء المخيم ابو صالح من وجهاء المخيم كلهم they are the men of the camp وين احمد احمد oh really this one is why this is the German oh that's yes. I hope they like our country. في مخيم الأمعري. ويلكم يو ان الأمعري. مخيم الأمعري هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وان اوف ذا ريفيوجي كامبس ان ذا ويست بانك. وجودنا في مخيمات اللاجئين منذ أكثر من تقريبا 70 عام. ولا زلنا في هذه المخيمات على أمل إنه تكون هنالك حلول من أجل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وعيش بسلام مثل باقي الشعوب. We still have a hope to do our Palestinian state. Yes. نحن نقدر الخطوة اللي أنت قمت فيها في مخيم الأمعري. We respect the step that you did in the Al-Amari camp. وهذا يشجعنا على إقامة العلاقات الودية مع شعوب العالم. It's encourage us to develop this relation with others in the world. والشعب الفلسطيني فعلاً بيحب إقامة مثل هاي العلاقات القائمة على مبدأ حقوق الإنسان. The Palestinians like these relations who established on human rights things. الشعب الفلسطيني شعب مسالم مثل الشعب الألماني. We are a peaceful society like the Germans. Yes. وعارفين الآن إن ألمانيا أكبر بلد أوروبي بتستقبل اللاجئين وهذا بشعرنا بوقوف دائما ألمانيا أمام اللاجئين. We know that Germany now one of the most countries who receive refugees. Yes, which is that's true. وأكثر زعيم مهتم في أوروبا اللي هي ميركل بشؤون اللاجئين. ميركل شيء
personally involved in the refugee. فاحنا هاي الخطوة بالنسبة لنا هي خطوة كبيرة في مقايمة الأمريكا. It's a big step for America. What you did, it's a big step for America. نعمل إنه في المستقبل نوطد هاي العلاقات. We hope in the future to develop this relationship. لمشاريع أخرى في For other support and other projects. وهذا بشعرنا إنه إحنا وياكم في عالم واحد اللي هو عالم الإنسان. We are together in the humanitarian world. وإحنا يعني زي ما بحكوها إحنا الآن يعني بما إنك أنت عايش زائر في مخيم الأمعري وسط اللاجئين فإحنا يا سيدي العزيز نعتبرك إحنا لاجئ الآن في مخيم الأمعري. As a director of the camp, he will receive you as a citizen of the camp. Because you already visit the camp and you involved with the people, yes. So you are one of the citizens of his camp. Shukras. Leute legen ein paar Computer, ein paar Tische, machen die hier so eine Aufwand. Ja. Ich komme nicht mehr davor. Also ich fühle mich, wie gesagt, echt ein bisschen schlecht. Die machen hier wie so ein Staatsempfang daraus. Ich habe ein paar Computer gekauft, ein paar Tische, also ich fühle mich ein bisschen schlecht. Aber für Leute ist das viel. Weil die kennen sowas nicht. Also die Leute, für die ist das was Großes. Habe ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich komme hier hin und gucke spontan, was man irgendwie so machen kann. Die machen hier einen richtigen Marsch mit Trommeln. Also, ein bisschen schäme ich mich schon. Das ist hier der Dorfälteste, er ist 82, hat er gesagt. Also er hat das mal mitbekommen, 1948 war er 14, als er vertrieben wurde, ganz normal zur Schule gegangen, ganz normales Leben geführt und jetzt seit fast 70 Jahren hier in dem Camp. Das sind seine Enkel hier. Yeah. So, wir besuchen jetzt noch einige Familien hier auf dem Weg in dem Flüchtlingscamp, die im Krieg verletzt wurden. Er ist erblindet. Can you tell the story how it happened? What happened to him? They make a march from the camp to Kalandia, Kalandia checkpoint, where we were together there. In Kalandia checkpoint, he was shot there. But the march was from the camp to Kalandia, to go to Jerusalem. Also, es gab eine Demonstration, 2 Jahre ist es her, da haben sie einen Marsch gemacht. Ne?
bis zu dem Kalandia-Checkpoint, wo wir gestern waren, wo auch der eine Junge erschossen wurde. Und da haben sie auch auf ihn geschossen, haben ihm den Rücken geschossen, in the back, right? Yes. And then he got blind. Right? Ja, ja. Dann ist er erblindet, er hat den Rücken geschossen. Ras, mein Horn. Da klappt mein Horn. Und da hier reingeschossen. Und was gerade in der Kopf, Nerv of the eyes, burned. Okay, also er wurde hier getroffen. Und im Kopf ist die Patrone explodiert und die Sehnerven wurden zerstört. Seitdem ist er blind, ist 2 Jahre her. Und wir wollen so ein bisschen so die Schicksale, so Einzelschicksale wollen wir noch auffangen hier, bevor wir nach Hause fliegen. And I know the people here, they feel isolated, alone, but we have not forgotten. So we are trying to فراح يحكي حكايتهم برا بالعالم عشان ما يشعروش لوحدهم في الموضوع. احنا واثقين من هذا الكلام. اهلا وسهلا فيه عنا، هاي خطوة كثير منيحة انه يفرجي بده يترجم يفرجي العالم او خاصة يعني اوروبا شو اللي بيعملوا فينا اسرائيل، وانه لازم يوقفوا معنا وضد اسرائيل ويعرفوا، لانه الصحافة برا بتحطش المواطن الاوروبي في حقيقة الامر، يعني بضلهم يزيفوا مثلا يعملوا الاشي عكسي انه احنا المعتدين عليهم مش هم. صحيح. He really appreciate your visit and he respect that you are going to show his case. It's a chance to let the people to see that the Israeli story is wrong. Yes. That's my intention. Yeah. To show the real life here. Yeah. Because it's not shown in my country, so I'm trying to show the reality, and I have much respect. We have much respect for the people who fight here for 70 years. So we just want a little gift for you, just like a sign for our support for your people. يلا ماشي شكرا. اوكي شكرا يلا خليكم حبيبي احمد الله يرضى عليك بدنا نكمل سلم عليك حبيبي يلا سلم يا سلم يلا سلامات احمد سلامات تمام محمد سلامات سلام يلا سلامات كيف حالك؟ ماشي انتي؟ امتلين اخت امتلين اخونا كوليجا هو فنان الماني مغني عنده اغاني كتير مشهورة في المانيا وبيهتم فيها معظم الشباب في العالم. هو حب يجي يزورنا في المخيم ويقدم مشاريع ويساعد في المخيم، واصر انه يزور بعض العائلات. احنا شرحنا له عن وضعكم وضع بيتك، فهو حب يجي يزوركم يقدم هدية بسيطة منه. ماشي. Yeah. You want to tell her something? Yeah, I want to say thank you for inviting me here. I love your people. I want to show a little support from my country for you. يلا أنا بترجم لك. ترجم لها رشيد. And we want we don't want to. هدية صغيرة يعني. We don't want to disturb you. We have just a small gift like a sign for you. سلم علي. Yeah. For our support. Okay. Thank you very much. هيك بنعمل رقم 10 هاي 10 انت شي ميت وزيو نمبر 10 رقم زيرو انت مع 10 احنا عليك احنا عرفناك وراح نضل على تواصل معك ان شاء الله. انا مستغربوا لي ليش ما جيت تقول لي بقول بخزي احنا انت عرفنا شو بيتك وراح نضل على تواصل. بس بدوروا لي حبيت في الام عرب الثاني اي شيء بيجينا وشو بنقدر عليه من هذا الا بنطلب منك خدمه، بس دوروا ان شاء الله. هذه ام حسين هي زي امنا يعني احنا شي از لايك ذا ماذرز اوف اول ذا جايز.
Yeah. Oh, that's ولاد ولاد كلهم. فالانتفاضة الأولى هي بيتها كان بيتها هي أم المناضلين يعني دائما الانتفاضة نهرب من نهرب من المظاهرات نهرب من المظاهرات يجي يتخبى عندها. هاي فرد عالمي شيء هاي فرد عالمي ولا تاني. هلا يا حرام سعاني هي ترملت جوزها مات الله يرحمه قتلته ولا بس. بدي عريس عمرها 25 für sehr viele Leute, die daran partizipiert haben, die halt bei dem Aufstand dabei waren und die verfolgt wurden von den Soldaten. Und sie ist sozusagen wie so die Schutzpatronin von den ganzen Kämpfern. Und sie ist eine Legende hier. Good spirit, good moral, jokes. Und die macht einen Spruch nach dem anderen, also sie ist gut drauf. Leute lassen sich auch nicht runterziehen. Hada Ahmed. Ja, Liv. So, das ist ihr Sohn. Salim. Er wurde auch bei einem Aufstand, bei einem kämpferischen Aufstand, wurde er verletzt, ist seitdem behindert, sitzt im Rollstuhl. Und sie hat gerade auch erzählt, wie, als die Soldaten hier kamen und wollten und die Leute wollten ihn festnehmen, ist sie draufgegangen mit Pantoffeln, mit allem draufgeschlagen. Er hat richtig Balls. Also er war im Gefängnis, sie haben ihn geschlagen, sondern auf den Kopf geschlagen, bis er auf einem Auge erblindet ist. Er sieht nur noch auf dem einen Auge. Baka Erdem Janinna Baka. He shot him four times. This is the fourth. Viermal wurde er angeschossen. Ja. This is the fourth who believe. Beim vierten Mal ist er dann im Rollstuhl gegangen. Sie wollen uns jetzt noch ein Foto zeigen, wie er vorher aussah, dass man den Vergleich mit ihm sieht. Das Foto zeigen, wie er so vorher aussah. Das war ein Monat bevor er angeschossen wurde. Und hier ein Foto noch aus dem Krankenhaus. Taubstumm. So Freunde, da sind wir angelangt am Ende unseres kleinen Palästina-Israel-Trips und vielleicht noch mal ein paar kurze abschließende Worte dazu hier aus dem Auto raus bei Nacht. Und ich will mich kurz fassen, ich will nicht viel rumlabern und vor allem auch nicht zu sehr auf die Tränendrüse drücken jetzt hier, auch wenn das teilweise echt ein emotionaler Trip war. Aber es bringt ja nichts, wenn wir sentimental werden und rumheulen wie die Pussys, sondern wir wollen den Effekt der ganzen Sache in den Vordergrund rücken und der ist sehr, sehr positiv. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund der ganzen Sache, nur damit ihr Bescheid wisst und um das mal klarzustellen. Also ich bin hier ohne eine fremde Organisation oder Struktur oder Stiftung oder sonstiges im Nacken hingeflogen. Ich habe also im Vorfeld mit meinem guten Freund Malik ein bisschen abgecheckt, was kann man machen, ganz grob. Der Malik, der kommt auch in der Dokumentation die ganze Zeit vor, er hat viel mitorganisiert, übersetzt, ja, super Job gemacht. Genauso wie sein Vater. Der Malik ist halb Palästinenser. Und sein Vater Rashid ist immer noch in Palästina, wohnt da in Ramallah. Ist übrigens auch ein bekannter Filmemacher, der erste Regisseur Palästinas, sagt man. Und an der Stelle echt nochmal fettes Dankeschön. Super Job gemacht. Und wir haben halt im Vorfeld so ein bisschen abgecheckt, wo kann man hin, was kann man da eventuell machen. Der Rest ist vor Ort spontan entstanden. Meine Intention bei der Sache war in erster Linie, dass ich Kontakte knüpfe und vielleicht ein Netzwerk aufbaue, um weitere Hilfsprojekte in Zukunft aus Deutschland initiieren zu können und steuern zu können, die dann hier umgesetzt werden, um einfach die Transparenz auch zu haben. Das hast du ja bei den meisten Organisationen nicht. Deswegen habe ich gedacht, packst es einfach mal selber in die Hand. In zweiter Linie wollte ich natürlich aber auch mal schauen, was kannst du mit ein bisschen Bargeld in der Tasche direkt hier bewegen.
Und das war für mich so, muss ich sagen, das Überraschendste an dem ganzen Trip, mit wie wenig Einsatz du hier schon für die Leute zumindest eine Menge verändern kannst. Denn ich sage euch ganz ehrlich, dieses Bildungssystem, dieses Bildungszentrum, was ich aufgebaut habe, das stand in 2 Tagen. Das war auch kein großer finanzieller Aufwand, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Das war für uns Pillepalle. 30.000 Euro hat der ganze Laden gekostet. Ja, da stellst du ein paar Lehrer rein und zack, hast du ja die erste Schule. Das ist ja, klar, rettet das nicht das ganze palästinensische Volk, aber es ist zumindest schon mal ein Startschuss für ein eventuell funktionierendes, rudimentäres Bildungswesen in Zukunft. Ja? Musst du irgendwo anfangen, ein System zu bauen. Und was ist wichtiger, als dass man schaut, dass man irgendwie eine Struktur aufbaut, dass die heranwachsende Generation nicht auf der Straße landet und komplett am Arsch ist und auf Drogen hängen bleibt. Ne? Denn auch wenn das teilweise hier aussieht wie dritte Welt, das sind ja keine ungebildeten Neandertaler, die hier wohnen. Das ist ja ganz normales Bildungsbürgertum, Mittelschicht, die einfach aus ihren Häusern vertrieben worden sind und bei null anfangen müssen. Die sind aber ausgebildet. Der eine war halt Taxifahrer, der andere war Arzt und der andere war halt ein Lehrer. Ja, dann stellst du den da rein und dann kann der nächsten Generation was beibringen. Ist alles nicht so schwer. Ja? Das war, für mich war das so die wichtigste Erkenntnis, dass man hier wirklich mit wenig schon viel verändern kann. Ja, der dritte Punkt, den ich auf der Agenda hatte, möchte ich mal sagen. Ich wollte mir einfach mal anschauen, wie es hier wirklich abgeht, weil ihr wisst selber, wie es ist. Klar ist Palästina nicht das einzige Krisengebiet auf der Welt, aber die Mainstream-Medien in Deutschland betreiben da relativ wenig Real Talk darüber. Man hat nicht so wirklich ein Bild darüber, was geht wo ab, wenn man sich nicht intensiv im Internet schlau macht. Ja? Und deswegen dachte ich mir, fliegst du einfach mal selber runter und guckst dir die ganze Sache mal an, wie läuft's hier. Das war für mich ein Anliegen, was ich schon seit längerem hatte. Wir wollten eigentlich noch nach Gaza rein. Das hat leider nicht stattfinden können, weil es komplett abgeriegelt war. Das müssen wir auf Zukunft verschieben. Ich hoffe, das klappt noch irgendwann. Da ist natürlich noch mal eine ganze Spur abgefuckter als hier im Westjordanland. Aber ja, guck mal, jetzt laber ich schon wieder 3 Minuten. Wollte ich jetzt gar nicht. Ich komme mal zum Punkt. Also Freunde, wie gesagt, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, ich habe Anfang des Jahres schon ein paar Projekte gemacht in Afrika und habe in Verbindung damit auch verkündet, dass ich eine Stiftung gründen will, eine Hilfsorganisation. Das ist mittlerweile passiert. Ja, ich habe mit meinem guten Freund Matthias Clemens die Anpacker-Stiftung gegründet. Die steht, ihr könnt da zwar spenden, aber es werden auch immer Aktionen kommen, Benefizaktionen, es wird Diverses kommen. Wir haben uns die Anpacker genannt, weil wir genau das machen wollen, was die anderen nicht machen, nämlich anpacken. Die einen labern rum, wir fliegen hin und packen halt richtig mit an. So. Und das Ganze so transparent, wie das nur irgendwie möglich ist. Ich will mich mit der ganzen Nummer auch nicht zum Weltretter hochstilisieren oder sonstiges, aber ich sag euch mal ganz ehrlich, ich käme mir mittlerweile ein bisschen schäbig vor, wenn ich bei meinem Status und meiner Reichweite das nicht ein bisschen nutzen würde ab und zu, um eventuell eine positive Kettenreaktion in Gang zu setzen. Ey, vielleicht inspiriert das den einen oder anderen. Ja klar, für gute Taten sollst du eigentlich im Verborgenen tun, aber ey, es muss auch mal irgendwann Schluss sein mit dieser falschen Bescheidenheit. Ich meine, ich bin nun mal nicht der 0815-Bürger, sondern ich habe eine Followerschaft, ich habe eine Reichweite. Und wie behindert wäre ich denn, wenn ich das nicht versuchen würde zu nutzen? Ey, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen. Zusammen kannst du immer mehr bewegen. Ja? Deswegen muss mal Schluss sein mit dieser falschen Bescheidenheit. Und einfach mal, jetzt muss auch mal durchgezogen werden hier so ein bisschen, ja. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, die Fotzen, die in irgendwelche Länder einmarschieren und Kriege anzetteln und die Völker zerbomben, die machen das auch nicht im Verborgenen, ne? Die machen das hier schön in aller Öffentlichkeit. Und deswegen, wir ziehen jetzt mal so ein bisschen durch. Klar, ey, ich sag mal ganz ehrlich, so wie es ist. Ich bin immer noch in erster Linie Entertainer, das soll hier keine riesen Weltretternummer werden, auch an die Hater jetzt. Klar, die Hater gibt's immer, die sagen, der macht das für Promo und so weiter. Ist auch okay, könnt ihr schreiben. Im Endeffekt passiert ja trotzdem was und die Leute haben ein Lächeln im Gesicht. Das ist im Endeffekt die Hauptsache. Trotzdem, ey, nur damit ihr euch am Ende nicht schämt, vielleicht nochmal als Gedankenanreiz. Und auch mal zum Verständnis, ja. Also mit so einer Nummer hier mache ich mir mehr Feinde als Freunde. Wer so ein bisschen weiß, wie die deutsche Medien-Mainstream-Landschaft funktioniert, der weiß, dass ich mich gerade mit so einer Palästina-Israel-Nummer relativ unbeliebt mache. Ne? Das ist also ein Karriereschaden, ein potenzieller, den ich hier in Kauf nehme. Und das ist aber scheißegal. Die Stahleier sind fest dran geschraubt und es wird jetzt hier einfach mal ein bisschen durchgezogen. Und Palästina soll auch wirklich nur ein Staat gewesen sein. Wir werden dosiert natürlich, ich bin in erster Linie immer noch Entertainer, solche Aktionen auch in Zukunft wieder machen. Unabhängig von Religion, Ethnie, Aussehen, Rasse, Hautfarbe, whatever. Ne? Wenn da vorne jetzt ein Christ in Not ist und da ist ein Jude, dann gehen wir da genauso hin. Und wer mich jetzt hier irgendwie als Antisemit bezeichnen will, das ist immer relativ schnell passiert in Deutschland.
Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe hier Juden gesehen, orthodoxe Juden, die haben genauso gegen das zionistische System protestiert und demonstriert und genauso davon abgefuckt wie die Palästinenser. Also, bitte lasst den Vorwurf mal außen vor. Und man muss es sachlich sehen, so wie es ist. Auf der Welt passiert viel Scheiße und man muss gucken, dass man so ein bisschen dagegen hält. Ne? Das ist die Intention hinter der ganzen Sache. Stiftung steht, wie gesagt, ich muss langsam zum Punkt kommen. Ich glaube, mein Speicherplatz geht auch langsam leer. Ich habe zu viele Bizeps-Selfies von mir am Handy. Also, Freunde, wie gesagt, das sollen jetzt nicht die Riesen-Weltretter-Nummer sein. Nächstes Jahr werden mit JBG auch wieder mit und alles ist cool. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ab und zu muss sowas auch mal sein. Und ich sage euch eins, das, was ich gesagt habe Anfang des Jahres, dass ab diesem Jahr von jeder verkauften CD ein Teil in diese Stiftung, die ich gegründet habe, fließt und damit Sachen bewegt werden. Das wird passieren. Von jeder verkauft nicht nur CDs, auch iTunes, alles. Ja? Solange ich lebe, wird von jeder verkauften Einheit ein Teil in die Stiftung fließen und damit werden Sachen umgesetzt. Und wir versuchen es wirklich so transparent wie möglich zu halten. Immer mal wieder eine Aktion. Ja, und ich komme mal jetzt mal echt langsam zum Punkt. Es ist auch spät geworden. Freunde, bleibt bosshaft, bleibt stabil, bleibt am Ball und lasst euch die Laune nicht verderben. Macht's gut, schönen Abend. Peace out. God damn, now I'm a grown man. Follow no one, a nigga got my own plan. After the fire comes the rain. After the fire comes the rain. After the fire comes the rain. Illuminati on my mind, soul, and my body. Camouflage, anstecken Raketen, eine mächtige Minderheit. Der Schandfleck des Planeten, wir können ankämpfen dagegen. Doch unsere Zeit ist wie ein Stückchen Eis, das auf der Handfläche zergeht. Doch bis unsere Seele zu Gott aufsteigt, hasseln wir scheiß auf geregelte Jobs. Wir werden Entertainer, Rapstars oder Sportler. Bei Morgendämmerung einer New World Order.